Ja, zack, bumm, da sind wir wieder. Willkommen zur zweiten Ausgabe von Camp TV hier auf dem Platz auf der Ida. Und ich begrüße auch wieder unsere Zuschauer an den Bildschirmen, die gerade ganz fleißig den offenen Kanal Ida Oberstein Herstein anschauen. Willkommen! Hallo! Ja, das funktioniert auch schon mal ganz gut mit dem Applaus. Das neben mir, das ist meine bezaubernde Kollegin Sophia Graschtanow, die sich heute um unsere ebenso bezaubernden Gäste kümmern wird. Sophia, wen haben wir denn heute da? Also wir haben drei Camp-TV-Reporter-Gruppen. Und zwar zeigen diese ihre selbstgedrehten Filme aus den Workshops. Okay, ja. Und heute sind ja auch schon viele Workshops gelaufen. Morgen wird es dann wieder voll werden, das Programm. Morgen Vormittag und Nachmittag können die Teilnehmer des Jugendcamps nämlich wieder ganz viele Workshops besuchen. Und wir bieten jetzt mal so einen kleinen Abriss, denn die Gruppe, die jetzt kommt, hat sich eigentlich um so ziemlich alles gekümmert, oder? Genau, diese Gruppe heißt Dies und Das. Und das sind Pascal, Tim, Viktor und Alex. Die waren auch vorhin schon da. Genau, das sind unsere alten Hasen, die haben heute Morgen... Ein Riesenapplaus, bitte nochmal. Die haben heute Morgen nämlich auch schon bei Camp TV mitgebracht, sind also schon sehr erfahren. Was hat dich jetzt überhaupt dazu bewogen, nochmal Camp TV zu machen? Also das erste Mal, das hat so viel Spaß gemacht, da dachten wir, wenn sich die Möglichkeit ergibt, machen wir es gleich nochmal. Okay, seid ihr jetzt nicht auch ein bisschen hungrig darauf, auch mal selber eine Aktion zu besuchen? Ja, schon morgen vielleicht. Wir wollen jetzt die Zeit nutzen, auch mal reinzuschauen, was so geboten wird. Ich würde sagen... Ja, kommen wir zu eurem Film, ne? Ja? Also sage ich, Film ab! Also es liegt ja jetzt nicht mehr in deiner Hand, ob du auf dem Boden, ob du jetzt losfährst oder nicht. Also bist du angespannt? Ein bisschen, aber das macht unglaublich viel Spaß. Musst du lange warten, um hier drauf zu kommen? Freust dich denn schon? Ja, ganz toll. Na dann, wünsche dir noch viel Spaß. Ja, hallo, Sie kümmern sich hier um die Leute, die mit dieser Seilbahn fahren wollen. Machen Sie das auch in Ihrem normalen Job? Genau, wir sind vom Jugendtreff Holten und machen da seit 15 Jahren erlebnispädagogische Arbeit und dabei gehört Klettern natürlich dazu. Okay, und diese Anlage, haben Sie die extra für das Jugendcamp aufgebaut oder ist die immer da? Korrekt, die haben wir für das Jugendcamp aufgebaut. Die war ein bisschen anders geplant, als sie jetzt sich darstellt. Aber wir sind trotzdem zufrieden mit dem Ding. Okay, danke, viel Spaß noch. Ich bin hier beim Rollstuhlbasketball und spreche hier mit Ann-Kathrin und meine erste Frage ist natürlich, wieso Rollstuhlbasketball? Ja, es soll ein Erlebnis sein. Für diejenigen, die hierher kommen, soll es etwas Neues sein und etwas, was sie nicht kennen, was sie vielleicht auch noch nie kennengelernt haben und sich einfach mal da hineinzuversetzen. Wie ist es eigentlich, wenn man nicht laufen kann? Und Basketball ist eigentlich, jeder spielt gerne Basketball oder spielt gerne irgendwas und wir wollten daraus etwas Sportliches machen und deswegen haben wir es kombiniert. Ich habe gesehen, dass hier noch weitere Angebote sind für Rollstuhlfahrer. Können Sie da ein paar Beispiele nennen? Ja, wir haben jetzt hier direkt nebenan haben wir einen Rollstuhlparcours, wo man wirklich sich ja auch Alltagssituationen, vielleicht einen Hügel hoch oder eine kleine Anhörung, ob es jetzt im Supermarkt auch irgendwo ist, wo man eine Rampe hoch muss oder sonst irgendwo. Also, dass man sich wirklich auch darin wiederfindet oder etwas Neues einfach findet. Und man merkt einfach, das ist nicht einfach. Es erfordert wirklich Kraft. Und ja, das sieht man, merkt man am eigenen Leib. Thank you.
Entschuldigen Sie bitte, ist das Jugendcamp wirklich so langweilig? Ja, ich glaube, die Frage können wir hier mit diesem Film... Ja, einen Applaus natürlich für unsere Gruppe. Ja, ich glaube, die Frage, ob das Jugendcamp wirklich so langweilig ist, die können wir hier ganz klar mit Nein beantworten. Ihr wart ja bei mehreren Aktionen. Wo wart ihr denn jetzt überall? Also jetzt gerade eben waren wir, wie gesehen, in der Seilbahnaktion und danach waren wir an der Realschule und haben dort einfach mal alle Aktionen, die uns es wert erschienen, mal dokumentiert. Seid ihr denn auch selber Seilbahn gefahren? Ich bin selber Seilbahn gefahren. Und was war das für ein Erlebnis? Ja, das war cool. Ja, und die Seilbahn ist übrigens auch morgen noch befahrbar. Soweit ich weiß, also wer noch nicht Seilbahn gefahren ist, ist das wirklich ein Erlebnis, das man nur empfehlen kann, oder? Ja, okay. Ja, wir haben eben schon auf der Bühne rege diskutiert. Du hast gesagt, ja, wir haben keine Hintergrundmusik mehr. Es war knapp mit dem Schneiden, oder? Es war wirklich knapp, vor allem, weil wir erst eine Stunde später als vorgesehen anfangen konnten und wir sind froh, dass es noch hingehauen hat. Und ich denke, es hat sogar sehr gut hingehauen, wie man auch am Applaus für die Gruppe hören konnte, oder? Und ich möchte auch noch was ansprechen, und zwar hat man ja in diesem Film, ich glaube, die Tanzgruppe heißt Mixery, ich bin mir jetzt nicht sicher, hat man ja gesehen und die haben das also wirklich in diesem Film erst gelernt, oder? Ja, so hat sich das für uns dargestellt, aber wir können natürlich selbst mal fragen. Ja, kommen Sie doch mal kurz nach vorne, ich komme mal hier näher. Also, wie war das denn mit dem Tanzen? Wann haben die es gelernt? Also wir, unsere Gruppe, die probt also einmal die Woche, eine anderthalb Stunde, und wir haben verschiedene Tänze mitgebracht, wo dann auch Teilnehmer dann auch mitgewirkt haben. Und unsere Workshop-Teilnehmer haben sich dann entschieden für den Country-Tanz. Das war der erste Tanz, den wir heute geprobt haben. Und nochmal vielen Dank für die rege Teilnahme. Ich hoffe, es hat allen ein bisschen Spaß gemacht, mit unseren Leuten mitzutanzen. Dankeschön. Gut, dann sind wir darüber auch informiert. Ja, und wir bedanken uns bei unserer ersten, oder die alten Hasen quasi unter den Camportern, nochmal mit einem Applaus. Und schön, dass ihr da wart. Und eine Laola-Welle. Können wir alle eine Laola-Welle machen? Wird immer besser, muss ich sagen. Vielen Dank für euren Besuch. Gut.